Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Killerbox von Farid Bang. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Farid Bang Killer ist von der Box her, ich sag mal, eine klassische Farid Box. Also relativ hoch, rechteckig und hier an der Seite der Magnetverschluss. Wir haben hier vorne in goldener Schrift auf schwarzem Untergrund Banger Musik präsentiert. Dann das große Logo von Farid Bang und hier Killer in Gold mit entsprechenden Blutspritzern, allerdings eben in Gold. Dann haben wir hier noch einen 16er, der ist allerdings nur aufgeklebt. Gott sei Dank, sprich wir können diesen hier einfach runter machen. Der uns natürlich verrät, dass wir hier noch eine DVD vorfinden werden. Unterseite, rechte Seite, Oberseite schwarz. Auf der Rückseite bzw. auf der linken Seite steht Banger Musik präsentiert Farid Bang. Und auf der Rückseite nochmal Farid Bang Killer und die Credits und ein Barcode. Schauen wir mal, was sich drin befindet. Einmal das Album. Ein Sticker. Ein Info-Einleger zur Banger Musik Tour. Ein Bonuscode für die Bonustracks. Ein Poster. Ein USB-Stick. Und ein Shirt. Die Box ist mehr oder weniger in zwei Hälften unterteilt. Einmal hier die Box, die rechte Seite für den restlichen Inhalt und hier links in dieser Schaumstoffeinfassung das Album. Das Album war jetzt natürlich auf der rechten Seite, das dürfte rausgefallen sein, aber das ist im Normalfall hier dann drinnen. Okay. Das ist das Album, ist ja, ich sag mal wie ein Digipack, nur etwas hochwertiger noch, also ist ein wie ein Buch fast, sehr dicke, massive Kantondeckel. Schwarz-Gold, auch hier wieder Banger Musik präsentiert, Farid Bang Killer. Und auf der Rückseite lesen wir, wir haben 15 Tracks, eine CD mit Instrumentals und eine CD3 mit Bonus-EP und eine vierte CD, in dem Fall DVD, Disco MMA. So, meine Lieblingstracks von dem Album sind Morocco Gang mit La Fouine und machen wir es noch, Dein Weg. Also Track 6 und Track 7 sind meine Favorites. Wir haben Features von Kollega, La Fouine, Julian Williams, Bushido, Casey Rebel, Summer Jam, Majo, Julian Williams, Tony Yeo, N-O-R-E, Kollega, Majo, Casey Rebel und der Rest sind dann Instrumentals. Hier noch die Credits. Alles klar. So sieht das Ganze von innen aus. Bedeutet, wir haben hier in diesen einzelnen Taschen einmal das Album an sich, Farid Bang Killer, in Gold und Schwarz gehalten. Dann haben wir in der zweiten Tasche Farid Bang Killer, die Instrumentals, ebenfalls in Schwarz-Gold gehalten. Dann haben wir in der Mitte ein Booklet. Hier die einzelnen Tracks aufgelistet mit Infos darüber, wer daran beteiligt war. Und hier noch Aufnahmen von Farid, wie er gerade mit Schutzweste, Schrotflinte und vermummt eine Spielhalle betreten möchte. Weitere Tracks aufgelistet, Farid Bang auf dem Bett, am Geld zählen, Zigarre rauchend, wird er hier von einer rothaarigen Dame massiert bzw. die Zigarre angezündet, Farid Bang mit Mercedes, Banger Nummernschild, CLS dürfte das sein, dann hier weitere Tracks aufgelistet, Farid mit einem Prachtexemplar an Hund.
von Hund. Und hier noch die restlichen drei Tracks und Instrumentals. Farid wird abgeführt, festgenommen. Da steht er jetzt mit Kabelbindern ums Handgelenk und SEK-Einheiten der deutschen Polizei. Dann haben wir hier die Bonus-EP aufgeführt, angeführt, plus die DVD Disco MMA. Die Credits zum Album. Dann hier noch das Festnahmefoto. Banger Musik. Und auf den letzten beiden Seiten haben wir eben noch die beiden CDs bzw. CD und DVD. Einmal die Bonus-EP, ebenfalls wieder in Gold und Schwarz. So sieht das Ganze aus. Und dann als letzten Bestandteil dieses Digipacks, die DVD Disco MMA ab 16 Jahren. Gut, dann haben wir einen USB-Stick in Form des Logos von Banger Musik. Also wir haben hier Banger Musik und die Handschuhe, vorne und hinten gleich. Und schon wieder die falsche Seite raus. So, dann haben wir hier einen USB-Stick mit 2 GB und auf diesem ist nichts oben. Sprich, ihr könnt ihn natürlich für eure Daten verwenden. Sehr auffälliges Design. Das habe ich, glaube ich, falsch zugemacht. Also, so rum passt es besser. Jawohl. Dann haben wir einen Sticker, quadratisch. Farid Bang, schwarz-weiß, klassisch das Logo. Die Killer Bonus Tracks. Also, den Download-Code könnt ihr natürlich gerne verwenden. Ich habe keinen Bedarf für diesen und den könnt ihr gerne einlösen. Dann haben wir hier einen Einleger zur Farid Bang oder beziehungsweise Banger Musik Tour und zu Merch. Hier die Tour Dates. Ja, achte jetzt nicht wirklich als Boxinhalt, das ist einfach nur ein Promo oder ein Flyer. Dann haben wir ein Poster, doppelseitig bedruckt. Wir haben hier einmal im Hochformat das klassische Cover von Killer. Also wenn ihr CD so im Laden kaufen würdet, hättet ihr dieses Logo drauf. Farid von hinten zu sehen in schwarz-weiß Optik. Mit dieser ja, zerstörten, eingeschlagenen, eingeschossenen Sido-Maske. Farid Bang Killer Banger Musik präsentiert. Hier unten sehen wir dann noch die ganzen Credits und Features angeführt im Hochformat und auf der Rückseite das ganze Camp von Banger Musik, Banger Musik Tour. Also das ist auch das offizielle Plakat zur Tour. Könnt ihr natürlich euch dann für eine der beiden Seiten entscheiden. Und dann haben wir als letztes Stück der Box noch ein T-Shirt. Farid Bang. Das bekannte Logo, dieser Muskelmann mit Farid Bang Schriftzug, weiß auf schwarz, Neckprint haben wir keinen und wir haben hier ein Gilden Heavy Cotton Größe L, 100% Baumwolle und Made in Haiti. Okay, schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier über die Brust bzw. im Bauchbereich quer das Farid Bang Logo inklusive dieses Muskelmannes. Sieht echt mächtig aus und ist gerade für Farid Fans sicher eine feine Sache. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in Größe L. Das doppelseitige Poster, ein quadratischer Sticker, der Banger Musik USB-Stick mit 2 GB Volumen, die Killer Bonus Tracks, also der zugehörige Download-Code und das Album in diesem Digipack, in diesem Buch, also Album Killer, Killer Instrumentals, die Bonus-EP
und die Bonus DVD Disco MMA. Das alles in dieser wunderbaren Box, Killer von Farid Bang. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Farid Bang unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.